Was für ein Radsporttag in Stuttgart. Bereits in den frühen Morgenstunden bevölkerten weit über 3000 Radsportler den Schlossplatz, um wahlweise auf eine gemütliche 57 Kilometer Weinbergrunde oder auf die anspruchsvolle 116 Kilometer Strecke durch die Region Stuttgart zu starten. Darunter auch zahlreiche prominente Gesichter, die unter dem Helm zu erkennen waren, wie die Miss Germany von 2019 Nadine Bernays, der Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm oder Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Auch Radsportprofi Jannik Steimle ließ es sich nicht nehmen, seine Trainingsrunde in Stuttgart zu absolvieren. Der 26-Jährige laboriert aktuell noch an einer Schulterverletzung und musste deswegen auf den Start bei der Deutschlandtour verzichten. Allgemein die Region ist prädestiniert zum Radfahren. Ich wohne selber 30 Kilometer weg. Die Weinberge, die Schwäbische Alb. Man kann aber aus Stuttgart auch leicht in den Schwarzwald fahren. Deswegen glaube ich, dass der Radsport einen allgemeinen Boom hat, einfach wegen der Region und weil es einfach auch gut gepusht wird. Stuttgart, eine Radsportstadt mit Tradition. Die Landeshauptstadt war bereits 1991 und 2007 Gastgeber der Straßenrad-Weltmeisterschaft, einer Tour de France-Etappe und mehreren Etappen der früheren Deutschland-Tour. Die ist nach einigen Jahren Pause zurück und hat sich als Format ziemlich verändert und ist dadurch auch deutlich moderner geworden. Man kann natürlich nicht so ein Spitzensport-Event machen und schon gar nicht im Radsport, wenn man nicht die ganze Mobilität, Fahrrad mit im Blick hat. Das ist sowohl von den Städten natürlich gewollt, dass da Abstrahleffekte sind, dass die Mobilität, Fahrradfahren für viele erreichbarer wird und auch motiviert dazu, öfter mal das Fahrrad zu nehmen. Und das ist auch der Grund, dass sich so viele Städte so engagieren. Die Deutschlandtour mehr als nur ein Profi-Radsport-Event. Mit der Jedermann-Tour, einer großen Ausstellungsfläche, aber auch der Kinder-Bike-Parade oder der Erlebniswelt, bei der schon die Kleinsten der Kleinen an den Radsport herangeführt werden, geht der Sport neue Wege und bringt damit die Kids in Bewegung. Also wir wollen nur gemeinsam Spaß haben, gemeinsam Spaß an der Bewegung, aber es gibt keinerlei Wettkampfcharakter. Es gibt hier bei uns keinen Ersten, keinen Letzten oder kein Gedrängel. Wir wollen einfach nur gemütlich mit Freunden, mit Kindern zusammen jetzt das Laufradrennen, die Bikeparade oder hier in der Erlebniswelt einfach eben ein bisschen Fahrrad fahren. Nur kurze Zeit, nachdem auch der letzte Hobbyfahrer die Ziellinie auf der Theodor-Heuss-Straße erreicht hatte, sich alle ihre verdiente Medaille abgeholt und sich gestärkt hatten, flogen im wahrsten Sinne des Wortes auch schon die Profifahrer vorbei. Mit weit über 50 Kilometer pro Stunde passierte das Feld, angefeuert von tausenden Radsportfans, insgesamt viermal die Stuttgarter Innenstadt. Das ist schon der Fokus, dass wir Zielrunden haben in jedem Ort. Und hier in Stuttgart ist die einzige deutsche Großstadt, die so viele Höhenmeter so nah am Zentrum hat. Und deshalb nutzen wir das natürlich auch mit Zielrunden. Und das ist dann der Effekt, den wir dann auch am Ende haben. Am Ende gewinnt der Spanier Pello Bilbao die Etappe in Stuttgart. Der Brite Adam Yates sichert sich den Gesamtsieg. Der junge Deutsche Georg Zimmermann wird guter Vierter. Das blaue Bergtrikot gewinnt der Deutsche Jakob Gessner. Für Lokalmatador Jannik Steimle blieb an diesem Tag nur die Zuschauerrolle. Aber vielleicht kommt ja schon bald das nächste Radsport-Highlight nach Stuttgart.